Hallo Leute, heute ist der 20.10.2020. Ich sehe fertig aus. Meine Haare gehören gewaschen. Das passiert morgen. Morgen muss ich um 9 aufstehen. Und ich sehe müde aus, weil ich heute Nacht, also von gestern auf heute, keine Sekunde geschlafen war. Und wir haben jetzt den Psychiater kontaktiert und der hat mir 80 Milligramm von einer Schlaftablette aufgeschrieben, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Die halbe Tablette davon soll ich nehmen jetzt mal und schauen, ob ich damit schlafen kann. Und ich hoffe, ich kann schlafen, weil ich bin extrem übermüdet. Und also wir haben heute, also gestern hat es um 2 Uhr angefangen, um 12:30. Um 12:30 habe ich meine Mutter angerufen in der Nacht, dass ich nicht schlafen kann und ob ich noch einschlafe, Medikament haben darf. Und dann hat sie mir ein weiteres Xanax gebracht. Und Xanax sind schon starke Schlafmedikamente. Die machen abhängig und alles. Und dann um circa 1,5 Stunden später habe ich solche Kreuzschmerzen bekommen, dass ich sie anrufen musste, ob sie mich aus dem Bett tut, in den Rollstuhl einsetzt und zurückgibt, damit ich im Rollstuhl etwas schlafen kann, weil ich bis dahin noch immer nicht geschlafen habe. Und dann bin ich, glaube ich, von 2:30 bis um 5 vorm Fernseher gesessen mit ihr und sie hat dazwischen immer wieder geschlafen und ich habe eine Stunde den Monitor vom Fernseher angestarrt, weil das Programm plötzlich nicht mehr lief, weil er ein Update gezogen hat und hat sich der Fernseher fast ausgeschaltet hat, also der Receiver. Und hab das immer wieder durchgelesen und auf die Uhr geguckt. Und um 5 haben wir dann gefrühstückt. So Gebäckstritzel und mit Marmelade und Kaffee. Um 6:30 ist mein Vater aufgestanden. Und dann war ich den ganzen Vormittag auch wach. Ich habe immer wieder versucht zu schlafen. Im Rollstuhl, im Büro. Weil das die letzten Tage auch öfter mal ganz gut ging. Für eine halbe Stunde oder so. Aber es hat auch nicht geklappt. Und dann ist auch schon Sonne gekommen. Mir tun meine Augen so weh, weil ich sie seit gut 24 Stunden offen habe. Ich habe sie zwischendurch immer wieder zugemacht, weil es so gebrannt hat. Und ich so übernachtig war, dass ich schon Wahnvorstellungen hatte. Und dass ich Spinnen gesehen habe und so. Und also Schlafentzug ist die beste Folter. Ich meine, ich bin an einen gewissen Schlafentzug gewöhnt, seit ich depressiv bin, aber das war echt krass jetzt wieder. 24 Stunden nicht schlafen. Das ist hart. Und
Also jetzt sind schon über 24 Stunden. Es geht von 10, 10:15 Uhr morgens bis um heute bis um 22 Uhr sind über 24 Stunden nicht schlafen. Und ich merke es körperlich total. Mir ist kalt. Die meiste Zeit, ich bin total verspannt, habe Schmerzen und ich kann und kann nicht einschlafen. Ich werde jetzt das Video fertig drehen, hochladen und dann meine Medikamente nehmen und abdrehen und versuchen zu schlafen. Weil sonst komme ich nie zur Ruhe. Und ich möchte endlich wieder schlafen können. Ich habe die Schlafstörungen ja. Also diese Phase seit 1. Oktober, dass ich immer schlechter schlafe und immer weniger. Und oft nächtelang gar nicht. Aber dann kann ich zumindest tagsüber schlafen. Aber heute ging gar nichts. Und das war echt hart. Ich habe mit Sonja fast nichts geredet, weil mir das Reden so schwer fiel. Wortfindungsstörungen hoch drei und unkonzentriert und ständig Augen gerieben und gegähnt und alles Mögliche. Und es war schade für Sonja, dass ich so wenig aufmerksam war, aber ich habe ihr gut zugehört und gebe ihr nächstes Mal das Feedback. Ich hoffe, sie versteht mich und ich hoffe, morgen geht's mir besser. Ich fühle mich so gequält. Aber ich wollte nur noch schnell das Video aufnehmen. Heute war auch Rebecca, eine Freundin von meinem Bruder da, die hat Akupunktur gemacht. Überhaupt im Ohr gegen die Rückenschmerzen. Ich weiß nicht, ob man die Pickel über den Nadeln sieht. Aber da pickt jetzt einiges drin. Und am Rücken und an den Füßen und an den Händen. Gegen Schmerzen und für Schlafen. Fürs Ein- und Durchschlafen. Ich bin gespannt, ob das heute schon was bringt. Die Nadeln in den Ohren kann ich 2 Wochen drin lassen. Die sind hauptsächlich gegen Schmerzen. Und zum Einschlafen. Und die in den Füßen und in den Händen waren für die Entspannung. Und die Freundin von meinem Bruder, Anke, meine Schwiegerin ins B, war um 5 Uhr mich massieren, weil jetzt die Neuro von St. Pölten gesagt hat, solange ich nicht zu nah an den massiert werde, also dass es zu stark in die Füße reingeht, macht es bei MS-Menschen eigentlich nur wenig aus, ob ich massiert werde oder nicht. Und als Alternativbehandlung ist es einfach eine gute Möglichkeit, bei Kreuzschmerzen und Rückenschmerzen Massagen zu machen. Ja, das war heute. Na gut, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines.